Klar, da ist ein Kombo hier. Da nehmen wir mal ein Ei. Wahnsinn. Das ist ein Museum für eure Computer. Ach, das ist schön. Und wir sind jetzt erstmal beim Machen. Weil wir können schon mal anschauen, was es im Moment gibt. Wollt ihr das? Na freilich, dann schauen wir drauf. Na freilich, dann seid ihr nämlich jetzt genau beim Eingang. Der erste Abschnitt ist die Steinzeit. Da haben wir da, ist jetzt momentan noch nicht aufgebaut, eine alte Schreibmaschine. Einen alten Schreibtisch wie in den 50er Jahre, Buchungsmaschinen aus derselben Zeit, Fernschreiber, Analogcomputer und den Programmer 203. Um die Ecke kommen dann die ersten Auftischgeräte von Cuga 4 bis IBM 5100. Im Moment ist es alles noch im Aufbau. Wir sind alles noch beim Wändebauen, Schaufenster bauen, jetzt gerade wieder Decke neu machen, nachdem man Wasserschaden gehabt kann. Das Regal ist hier momentan nur temporär, weil irgendwo müssen wir die ganzen Geräte unterbringen, die wo stehen. Hier kommen dann die ersten Mikroprozessoren. Die dicken drei, Apple, Tandy, Commodore, die ersten Heimcomputer, natürlich ein 64er, geht ja fast nicht ohne, aber auch ein Schneider. In das Eck hier, in das Rack, kommen verschiedene Rackbound-Rechner. Aber auch, wie wir vorhin gesehen haben, die Telex-Vermittlung für den Fernschreiber. Hier kommen dann die PCs vor dem PC. Und das wird dann der zentrale Punkt, der IBM PC-AT. Weil das ist eigentlich da, wo der PC wirklich der PC war, den wir bis heute kennen. Hier kommt dann noch ein bisschen Technikentwicklung. Und das Gallische Dorf. Also all die Rechner, die nach 1985 noch gekommen sind und nicht oder nicht voll IBM-kompatibel waren. Beispiele natürlich. Wir haben ja nicht viel Platz. Nachdem wir nicht viel Platz haben, können wir natürlich auch so eine durchschnittliche Schulklasse hier nicht durchführen. Also müssen wir die Schüler irgendwie beschäftigen, die, die nicht in der Führung sind. Und was gibt es dafür besser als Automaten? Daddel, daddel, daddel. Und das war es dann auch schon. Recht viel mehr ist es nicht. Hier kommen noch 5 Heimcomputer hin, die ebenfalls zum Spielen dienen, um die Kinder zu beschäftigen. Und das war auch schon der gesamte Rundgang. Ja, das sage ich mal Dankeschön. Bitte, bitte. Ja. Und so wie wir fertig sind, seid ihr alle eingeladen. Da muss ich mal mit meinem Kumpel Rolando herkommen, weil dem gefällt sowas ganz enorm. Kann ich mir vorstellen, wie der grinst. Hehehehe